Jo Leute, willkommen zurück zu den Sims. Ja, Regina ist jetzt wieder nach Hause gefahren. Sie war ja nur die Schwester von Anton und ja, man kann ja nicht die ganze Zeit da bleiben, ne? Auch wenn sie mal kurz so einen kleinen Nebenjob hatte, ist ja egal. Auf jeden Fall ist unsere kleine Familie jetzt wieder unter sich. Und ignoriert mein Lachen. Ja. So, die Kleine sollte jetzt erstmal diesen Fernseher ausmachen. Achso, sie lernt für die Schule. Alles gut. Und dann geht's pennen. Ja, es sind auch noch zwei Betten da, ne? Ja. Da hatte sie einfach nur mitgebracht. Das war auch nur so ein Klappbett, ne? Also, das ging ganz schnell. So, nein, sitzen ist nicht drin. Du kannst ein Buch lesen für deinen Spaß. Jetzt mich frage, wie kann man eigentlich damit seinen Spaß fördern, wenn man ein Buch liest? Tut mir leid, aber ich kapiere das nicht. Ich meine, das hat vielleicht andere Aspekte, aber doch keinen Spaß. So. Mädchen, aufstehen. Aufwachen, beantworten. Deine esoterische Beraterin hat gesagt, du sollst an deinen Beziehungen arbeiten, denn in der nächsten Mondphase wirst du Freunde brauchen. Und sowas erzählt man dem Kind. Nein, es ist schon schlecht. Und Papi ist nicht mehr da. Ja, so muss ich ein Kind hier ernähren. Einfach immer so ein paar Imbiss snacken. $200, Simoleons. Ich bin immer dazu geneigt, Dollar zu sagen. So, die beiden mögen sich schon fast. Das ist gut. Und er sollte erstmal pennen. Seine Jobleistung ist Durchschnitt, das ist natürlich nicht so gut. Aber dagegen kann man schon was machen. Wir sind ja jetzt nur noch zwei, ne? Und ja. Ne? Ich frage mich echt, was mit dieser Dusche los ist, ne? Die benimmt sich, ne? Also die Dusche, die benimmt sich, als ob sie kaputt wäre. Aber da steht nicht reparieren. Oder was? Oder kann man die einfach nicht reparieren? Achso, du bist zur Schule. Jetzt geh in die Schule, Kind. Jetzt will doch das Jugendamt aufhetzen. Und ich brauche bessere Betten. Ich brauche bessere Betten. Und ich brauche ein Kinderzimmer. Ist da eine Miau? Miau! Miau! Moment. Umstrukturierung. So, das regt mich jetzt auf mit diesem riesigen Wohnzimmer. Ne? Tut mir leid, das ist einfach zu groß. So, wir werden da jetzt ein kleines Kinderzimmer rein verpflanzen. Tun einfach mal die Zaubersachen hier rein. Das passt schon. Hier ist auch viel zu viel Platz. Ne? Er wohnt ja alleine. Also hat ja keine Frau oder sowas. Da passt das schon. So, ihn kann ich natürlich nicht bewegen, weil er da drin liegt. Komm, packen wir das mal hier zu Anfang hin. Weil das auch ein bisschen doof ist. Moment. Umstrukturierung. Da. Oh, dieses Sofa ist so hässlich, ne? Das ist furchtbar. So, da kommt das Bücherregal hin. Manchmal frage ich mich auch so, ne? Hätte ich nicht lieber auch so ein vorgefertigtes Haus nehmen sollen? Oh, der Stuhl, ne? Pflanz dich mal da hin. So. Jetzt muss ich noch eine Wand ziehen. Ja, ist auch geil mit der Küche dann, ne? Moment, ziehen wir einfach mal hier die Wand. So ein großes Zimmer braucht die Kleine auch nicht, ja? Okay. Dann brauchen wir da eine Tür. Die ich mir... Oh Gott, 100. Aber sie braucht doch eine Tür. So, 200 Simoleons noch. Dann kommt das Telefon dahin. Und... Dann belassen wir es dabei jetzt lieber erstmal, damit ich wieder ein bisschen Geld kriege. Gut. Schon etwas besser. Da muss die arme kleine Sandra nicht mit ihrem Papa in einem Zimmer schlafen. Das kann man der Armen ja nicht zumuten. So, du schläfst jetzt mal endlich aus. In deinem wunderhübschen Bett. Und dann kommt die Kleine auch gleich nach Hause. Perfekt. Beziehungsweise nicht perfekt. So, tu mal was für dein Geld. Du gehst aufs Klo. Sträub dich nicht. Du guckst kurz Fernsehen. Ah!
Unterhaltet euch. Lacht. Tanzt. Wieso macht sie das denn nicht? Du bist ein Sommertyp. Kleide dich dementsprechend, dann wirst du in deinem Haus ein glückliches Dasein fristen. Nein. Was ist denn los mit euch, ey? Ey, ihr kackt mich echt an. Spielen, rumstoßen. Oh, das mögen sie... Ey, sag mal. Ey, ihr wollt mich doch wirklich verarschen. Was bist du eigentlich nochmal für ein Sternzeichen? Ein Stier. Also wie ich. Ich mag also keine Wagen. Keine männlichen Wagen. Interessant. Ihr geht mir so auf den Sender. Wenigstens fördert das ihre Beziehung. Ist schon mal gut. Nee. Schlafen. So. Du machst jetzt Essen. Das geht ja gar nicht an, ey. Das ist... Oh, warum können die sich denn nicht so leiden? Aber es ist wirklich so, dass in die Sims 1 ist das wirklich richtig heftig von den Sternzeichen abhängig. Also von dem Charakter halt, wie die Punkte halt verteilt sind. Ob sich die mögen. Das ist sowas von bekloppt. Aber was soll man machen? Ne? So ist das Leben. Halt's Maul. Hey, dieses Viech kommt hier einfach rein, ne? Das ist... Kann man ganz gleich einen Kammerjäger holen. Komischen Ratten hier. Ich würde mir auch gern schon einen Hund holen, aber ein Hund kostet auch eine Menge. Das kann ich mir noch nie leisten. Nee, das geht nicht. Da muss ich noch ein bisschen für arbeiten, aber ich kriege ja 200 pro Tag. Das ist schon gut. Und ich brauche unbedingt dieses Körperding. Eigentlich hätte ich für ihn ja auch lieber einen anderen Job, aber ich brauche jetzt erstmal das Geld. Ne? Ich bin jung und brauche das Geld. Er nimmt sich schon von alleine was, das ist gut. Friss! Dusche! Muss bald zur Arbeit, glaube ich jedenfalls. Ja! Ha! Riesenbuch! Hol dir Spaß! Oh ja, Spaß! Dankeschön! Geh zur Arbeit! So, sehr schön! Ja, natürlich! Steh einfach mal nachts auf! Ey, du bist doch so ein dummes Kind! Mach die Dusche mal wieder kaputt. Los, mach. Tu es! Ey, das sag mal. Willst du mich verarschen? Guck Fernsehen. Guck schneller Fernsehen. Ey, das läuft gerade voll gut. Das hier ist El Bandito. Der wird jetzt gleich meine Mülltonne ausrauben. Der kam in tierisch gut drauf dazu. Ich finde ihn richtig süß. Aber, ne? Spül mal ab. Dann mach deinen Scheiß weg. Und dann leg dich nochmal schlafen. Falls du es schaffst. Achso, na dann. Ja, El Bandito mal wieder. Was ist denn los mit dem Mädel? Zwischendurch ein bisschen aufwischen. Ja, ja, Schulbus. Geh schlafen. Zur Schule. Boah, El Bandito, ich trete dir gleich so in den Arsch. Ja, muss man ein paar Worte mit dir reden, Junge. Das geht ja gar nicht. Jack. So, räumen das Ding aus. Nur Arbeit, ey. Nur Arbeit. Das könnte auch mal weg. Ja, da steht die Mülltonne neben. Und er bringt das natürlich da hinten hin, ey. Du bist so schlau, Kollege. Warte mal. Reinige mal. Und zieh mal ab. Und reparier mal. So, jetzt alles gut. Wie viel war das jetzt? War das jetzt eine Stunde mit dem Klo beschäftigt? Das ist geil, ne? Ja, finde ich auch gut. Schlaf. So. Da ist die Sandra wieder da. Ist ja gut. Mach mal den Dreck vom Papa weg. Oh Gott, das arme Kind. Aber ich brauch Geld, ich brauch Geld. Na, sowas wie komische kleine Nebenjobs für Kinder gibt's natürlich auch noch nicht. Das, ne? Gut, ne, das, dafür ist sie wirklich zu jung, ne? Also ich schätze mal halt, das Kindesalter in Sims 1 ist ungefähr 10. Aber mehr nicht.
Weil danach wird sie halt erwachsen, wenn sie kein Kind mehr ist, ne? Das gibt es diese ganzen Zwischensorten nicht hier. Teenager und junger Erwachsener und Senior, ne? Die können ja auch nicht sterben, ne? Die Sims hier. Das geht nicht. Die leben einfach immer. Und sind immer genau gleich alt, wenn sie erwachsen sind. Das ändert sich nicht. Ist das nicht schön, bei Kinderarbeit zuzuschauen? Ist das nicht herrlich? Ich weiß, ich bin furchtbar. Aber ich will den schönen Boden, den schönen Boden wiedersehen. Boah, dieses Schnarchen, ne? Das ist heftig. Wie laut das ist. Friss, friss, friss. Dann gehst du aufs Klo, dann gehst du duschen, kannst bestimmt wieder alles aufwischen, dann gehst du schlafen. Nee, dann gehst du viel Schule lernen. 1-, was ist das denn? Viel zu schlecht. Gib Stoff. Natürlich ist jetzt zu deprimiert, dann schlaf. So, aufstehen, das ist genau das gute Timing gewesen. Frühstück servieren. Was? Frühstück? Abessen. Übrigens wird auch... Mich verarschen? Abziehen. Wird auch das Kochlevel davon beeinflusst... Hallo? Davon beeinflusst, wie viel Hunger sich auffüllt, wenn man isst. Das hier ist übrigens Julia. Das ist die Frau von, keine Ahnung wie der heißt, auf jeden Fall sind die so das Tutorial-Paar, so die Familie, die man halt spielen kann, wenn man halt das Spiel erstmal kennenlernen will. Oh. Hallo, ich fahr dann. ja, wenn man halt das Spiel kennenlernen möchte, wenn man noch nicht weiß, wie das geht. Aber naja, dann braucht man ja nicht. Na, du willst schon wieder fressen, ne? Du willst wieder fressen, das weiß ich. Schäm dich. Okay, wir sind mal wieder am Ende angekommen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei den Sims. Ciao.